Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich riesig, denn es gibt eine neue Foundation in der Drogerie und das, was ich gehört habe, das, was ich gelesen habe über diese Foundation, klingt fantastisch. Heute testen wir die neue Max Factor Miracle Pure Skin Improving Foundation. Ich habe viele, viele Farben hier und freue mich, dass wir die heute testen können. Ich zeige euch Swatches von den Farben, die ich hier habe. Ich erkläre euch, was die Foundation können soll und wir werden einen Wear-Test machen. Das heißt, es ist jetzt 7.30 Uhr. Wir haben den ganzen Tag Zeit, um zu schauen, wie die Foundation auf meiner Haut funktioniert. Und vielleicht ist das Ganze ja auch was für euch. Ich freue mich, ihr wisst, Max Factor und ich, wir sind schon eine Weile in Kontakt. Und als ich gehört habe, dass sie eine neue Foundation rausbringen, habe ich mich riesig gefreut. Denn Max Factor ist dafür bekannt, dass mit Licht gespielt wird. Und das soll das verschönert werden, was schon da ist und nicht künstlich sein und sehr natürlich sein. Und das passt im Moment ganz gut zu meinem Feeling von Make-up. Ihr habt gemerkt, in den letzten Monaten ist meine Deckkraft weniger geworden. Ich benutze wenige Puder, fokussiere mich mehr auf die Haut und die Foundation soll die Haut verbessern. Ich bin gespannt und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und das geht auch direkt los. Bevor wir mit dem Auftrag beginnen, einmal ganz kurz, was die Foundation können soll, denn das finde ich persönlich immer super spannend. Ich habe die 6 helleren schon hier und 4 weitere kommen auch noch Anfang 2022 dazu. Aber die Foundation soll die Vorteile von Pflege und Foundation so ein bisschen verbinden. Hier ist nämlich Hyaluronsäure und Vitamin C mit drin, was die Haut langfristig natürlich auch so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgen soll und pflegen soll. Das finde ich bei Foundations tatsächlich sogar sehr sinnvoll, weil ich sie ja direkt auf der Haut trage. Wir werden auch keinen Primer heute benutzen, um wirklich zu sehen, wie sitzt die Foundation auf meiner Haut. Und hier ist ein Lichtschutzfaktor von 30 mit drin, der natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Schutz zum Sonnenschutz bietet. Die Foundation soll Hautunreinheiten kaschieren und die Haut insgesamt verbessern und soll eine mittlere Deckkraft haben und ein makelloses Finish. Ich bin sehr gespannt. Die Foundation soll nicht maskenhaft aussehen, keine schwere Textur haben, sondern recht leicht auf der Haut sitzen, eine 24 Stunden lange Feuchtigkeit spenden und es sind keine Mineralöle und keine Duftstoffe mit drin. Das heißt, die Formulierung ist cleaner und soll damit für empfindliche Haut gemacht sein. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, denn das Ganze klingt schon gut. Hyaluronsäure ist immer gut, liebe ich. Vitamin C mag ich sehr gerne. Was ich ganz schön bei Max Factor finde, das möchte ich euch ganz gerne noch mit auf den Weg geben. Max Factor sagt nicht, dass Make-up dich schön macht, sondern dass Make-up dich noch schöner macht. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Aussage, die ich euch ja auch immer probiere mitzugeben. Make-up ist für uns, dass wir uns wohlfühlen und dass das, was wir schon haben, wir noch betonen können. Und jetzt kommen wir endlich zu den Swatches, Freunde. Ich habe hier 6 Farben schon vor mir liegen und wir fangen mit der Farbe 040 Light Ivory an. Die Foundation kommt in einer Quetschtube und der Applikator ist recht spannend. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Soll dadurch recht präzise zu dosieren sein. Ich habe euch hier mal eine kleine Einblendung gemacht. Sieht sehr gut aus und es kommt auch nur das raus, was ich brauche. Also oft ist ja bei Foundations das Problem, wenn man pumpt, dann hat man extrem viel. Dadurch, dass das eine Quetschtube ist mit so einem Applikator, der das Ganze sehr gut dosiert. Ich habe jetzt hier einmal die Farbe Light Ivory, Natural Rose, Golden, Bronze, Soft Toffee und Karamell. Ich glaube, ihr könnt so ganz gut sehen, dass wir auch verschiedene Untertöne haben. Wir haben wirklich neutrale, wir haben wirklich rosane Untertöne und das Ganze wird dann auch schon dunkler. Und es geht dann aber auch noch wesentlich weiter dunkler. Ich glaube, ich werde mit der Farbe Bronze gehen. Das ist diese hier und die sieht ziemlich passend aus. Ich bin ein kleines Stückchen näher zu euch gerutscht und wir starten mit der Farbe Bronze. Ich gebe mir erstmal so ein bisschen was auf meinen Handrücken und dann machen wir immer erstmal eine halbe Seite. Ich nehme mir dazu auch einen Foundation Brush und wir tragen erstmal die halbe Seite auf. Die Foundation hat keinen eigenen Duft, den ich jetzt wahrnehmen kann. Oh, die Farbe sieht sehr, sehr gut aus. Und das Ganze trage ich mir hier einfach mal auf. Wir schauen erstmal mit einer leichten Schicht, wie die Farbe sich auf meiner Haut verhält, wie die Deckkraft so ist. Das ist ja natürlich immer so ein bisschen unterschiedlicher. Und ihr seht, ich habe auch hier eine Unreinheit, die ich damit ganz gut abdecken kann. Und dann greife ich einfach einen Beauty-Schwamm und blende das Ganze ein. Also die Deckkraft, würde ich auch sagen, ist eine mittlere. Die Haut sieht so ein bisschen aus, als hätte ich sie mir eingecremt. Hier ist sie so ein bisschen matter und unebener. Und hier ist das Ganze tatsächlich schon sehr, 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 sehr gut ausgeglichen. Okay, das Finish auf der Haut, First Impression, ist sehr, sehr schön natürlich. Die Deckkraft ist nicht zu hoch. Erinnert mich so ein bisschen an eine Foundation für Make-up-Artists, die ja nicht unbedingt gepudert werden müssen, sondern einfach so ein bisschen die natürliche Haut etwas betonen und
perfektionieren sollen. Ich habe euch einmal ein bisschen herangeholt, dass ihr die Hautstruktur und das Finish auf der Haut sehen könnt. Ganz ehrlich, wie wunderschön sieht das gerade aus. Das ist sehr, sehr feucht auf der Haut. Es fühlt sich aber nicht nass an. Kennt ihr das, wenn eine Foundation glowy ist, aber sich dann auch so anfühlt? Also ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich was auf der Haut trage. Die Haut sieht sehr gepflegt aus gerade. Die Farbe hat perfekt gepasst und sie sitzt nicht wie so eine Full Coverage Foundation drauf. Das ist halt immer das Problem, was ich persönlich auch mittlerweile habe. Bei recht matten Full Coverage Foundations sieht man, dass man etwas auf der Haut trägt. Hier sieht das Ganze extrem leicht aus, frisch und glowy. Was sagt ihr? Wie gefällt euch das Ganze? Vielleicht habt ihr sie ja auch schon ausprobiert. Dann könnt ihr mir euer Feedback gerne natürlich mal in die Kommentare schreiben. Da wäre ich super gespannt. Aber First Impression, wunderschön. Ich musste euch jetzt noch ein Stückchen näher holen. Schaut euch bitte mal diesen Bereich an. Ich habe keinen Pore Blurring Primer benutzt. Ich habe nichts außer einer Pflege drunter. Wie schön sieht bitte dieser Bereich aus? Wow! Das Ganze sieht tatsächlich so aus, als hätte ich viel getrunken, oder? Als hätte ich einfach eine sehr, sehr schöne Haut. Das ist die Haut, die ich gerne hätte. What is this? Wir machen mal weiter und ich habe hier den Facefinity All Day Flawless Concealer mitgenommen. Den setze ich mir einfach hier so ein bisschen punktuell hin. Ich möchte heute wirklich ein natürliches Ergebnis haben. Setze mir noch so ein paar kleine Highlights und blende das Ganze ebenfalls mit einem Schwamm aus. So sieht das Ganze einmal ausgeblendet aus. Es ist verrückt, weil normalerweise hätte ich jetzt das zwanghafte Gefühl, mein Gesicht abzupudern. Aber dadurch, dass ich nicht unbedingt merke, dass ich etwas auf dem Gesicht habe, könnte ich jetzt tatsächlich auch so weitergehen. Ich nehme jetzt eine leichte Schicht Puder, gebe mir das so ein bisschen unter meine Augen und dann schauen wir einfach mal, wie sie sich über den Alltag verhält. Ich habe noch ein paar andere Produkte, Freunde, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Einfach ein bisschen hier, die T-Zone und unter den Augen. Und dann gehe ich mit einem großen Pinsel einfach hier so ein bisschen rüber und fixiere das Ganze. Ich möchte mir den Glow heute nicht wegnehmen. Also, ich weiß nicht, manchmal finde ich das auch so schön, weil die Haut sieht dann halt nicht so speckig aus, sondern einfach nur frisch. Ich hatte euch neulich ja nach euren liebsten Max Factor Produkten gefragt und da hatten extrem viele von euch mir die Farbe Alluring Rose, das ist der Facefinity Blush, empfohlen. Der sieht so ein bisschen marmoriert aus, hat so einen leichten Glow mit drin und den tragen wir uns einfach mal auf. Ich finde, so eine frische Farbe passt vielleicht ganz gut zu der Base heute. So ein bisschen Bewegung. Also der hat jetzt nicht so extrem Glitzer mit drin. Ich habe noch zwei andere Farben, den kennt ihr hier schon. Das ist die Farbe Cheeky Coral und Sunkissed Rose habe ich auch noch. Der ist so ein bisschen heller. Da gehe ich ganz leicht mit rein und platziere mir das hier vorne hin. Und wie schön sieht das aus gerade? Sehe ich schon aus wie Priyanka Chopra? Das ist nämlich das neue Markengesicht. Ich habe das neulich bei Rossmann gesehen und dachte, das ist eh die schönste Frau der Welt. Base, First Impression, top. Ich würde nichts mehr machen. Ich habe hier sogar noch einen Highlighter. Ich glaube, den brauche ich aber nicht. Ich mache jetzt einfach mal noch ein bisschen die Augenbrauen. Da habe ich hier den Brow Shaper in der Farbe 20 Brown. Gehe hier ein bisschen durch die Augenbrauen durch. Bürste heute ein sehr natürliches Make-up, aber trotzdem eine gute Deckkraft. Was sagen wir zu Base, Freunde? Dann habe ich eine neue braune Mascara gefunden. Das ist die Divine Lashes in der Farbe Black Brown. Dramatisches Volumen und Wide Open Eyes, also geöffnete Augen. Man kann sie sogar bis zu 6 Schichten aufbauen. Das mache ich heute nicht. Aber sie sieht einmal so aus. Klassisches Mascara-Design in Braun und Gold. Und das Füßchen sieht ganz spannend aus. Das ist auch wieder so ein Sanduhrfüßchen. Und damit gehe ich jetzt einfach mal durch. Das ist eine Schicht, gefällt mir gut. Das ist nicht so ein warmes Braun, sondern ein recht kühles Braun und sieht dadurch natürlich wesentlich natürlicher aus als so ein Tiefschwarz. Trage ich im Moment sehr gerne. Auf die Lippen, den kennt ihr schon, das ist der Color Elixir Soft Matte Liquid Lipstick in der Farbe Sand Cloud. Eine richtig schöne helle Farbe. Und so sieht das Ganze fertig aus. First Impression. Mega schön. Was sagt ihr? Seht ihr diese Bewegung, die von unten noch so ein bisschen durch die Haut kommt? Das mag ich persönlich ja so gerne bei den Foundations, die so einen leichten Glow mit drin haben, aber nicht so ölig aussehen. Die gefällt mir auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie sie sich im Laufe des Tages verhält. Es ist jetzt mittlerweile 7:50. Ich melde mich in ein paar Stunden bei euch. Freunde, es ist mittlerweile 14.17 Uhr. Ihr könnt sehen, ich bin hier gerade in der Uhren-App. Das heißt, ich habe die Foundation schon eine ganze Weile drauf. Und in der Zwischenzeit ist auch einiges passiert. Denn ich habe gegessen, ich habe mich kurz hingelegt, ich habe gearbeitet, ich habe die Wohnung aufgeräumt. Und schaut euch bitte meine Base an. Da hat sich nichts verändert. Mittlerweile
ist die Feuchtigkeit der Foundation so ein bisschen durch das Puder gekommen. Das mag ich persönlich ja ein bisschen lieber, wenn die hauteigene Feuchtigkeit, die eigenen Öle sich so ein bisschen mit den Produkten verbinden und das Produkt aufgewärmt wird und dann als Einheit auf der Haut aussieht. Das sah vorher schon sehr ebenmäßig aus. Nach 2 Stunden ist dann tatsächlich auch alles so ein bisschen durchgekommen und hat sich aber nicht aufgelöst. Also selbst hier in dem Bereich, es ist nichts aufgecrackt, es hat sich nichts abgesetzt. Ich muss nicht mal nachpudern und das nach mehreren Stunden. Ich bin bis jetzt super begeistert. Die Farbe hat sich nicht verändert, es ist nicht oxidiert und es hat sich nichts abgesetzt. Liebe ich. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die Haut nicht spannt. Ich habe in der letzten Zeit oft das Gefühl gehabt, wenn ich zu viele Produkte benutzt habe, dass die Haut gespannt hat. Hier fühlt sich das halt an. Kennt ihr das Gefühl, wenn man ungeschminkt ist? Und dieses Gefühl habe ich tatsächlich so ein bisschen, weil sie halt so super, super leicht ist und ich ja nicht viel Produkt verwendet habe. Ich trotzdem alles gut abdecken konnte. Hier oben scheint die Unebenheit ein bisschen durch, aber ich bin ja auch ein Mensch und das ist eine sehr natürliche, schöne Foundation. Wir sehen uns in, ja, ich denke mal, 3 Stunden wieder. Ich habe noch einiges vor. Also, bis gleich. Freunde, es ist mittlerweile kurz vor 8. Ich bin schon fast bereit, mich umzuziehen und mich abzuschminken. Ich wollte aber die Gelegenheit nochmal nutzen und hier hochgehen ins Studio. Ich war einkaufen, habe sogar eine Maske getragen und das sieht immer noch sehr, sehr schön aus. Jetzt sieht man, dass die natürlichen Öle so ein bisschen durchgekommen sind, aber es ist nichts aufgecrackt. Also hier in meinen Stirnfältchen ist nichts passiert. Hier an den Augen ist es alles fein. Allerdings ist mir so ein bisschen dieses Gefühl noch im Kopf geblieben. Normalerweise habe ich irgendwann im Laufe des Tages das Gefühl, jetzt muss ich mich abschminken, jetzt sitzt das nicht mehr. Aber das sieht immer noch so natürlich und so vernünftig aus, dass wenn ich jetzt mit ein bisschen Puder hier noch rüber gehen würde, schaut mal, zack. Und es sieht aus für heute Morgen. Und das finde ich ist was ganz Besonderes, dass man auch nachträglich noch rübergehen kann mit ein bisschen Puder, ohne dass es pudrig aussieht, ohne dass es korrigiert aussieht. Das sieht wirklich aus wie neu und das Gefühl der Haut ist sehr schön frisch. Also es spannt nichts, es zieht nichts. Und ich werde mich gleich abschminken und dann werde ich euch morgen noch mal mitnehmen, so ein bisschen. Wir sehen uns also morgen früh wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich bin hier gerade wieder ins Studio gekommen. Es ist jetzt kurz vor 8 und ich dachte mir, ich setze mich nochmal mit euch hin und rede mit euch so ein bisschen über gestern und über die Foundation. Ich habe sie auch hier gerade auf meiner Hand und trage sie mir auch gemeinsam mit euch nochmal auf. Die Farbe Bronze hatte gestern ja auch super gut gepasst. Ich arbeite sie mir heute einfach mal mit einem Schwamm komplett ein. Ich will heute die Deckkraft nämlich ein bisschen erhöhen. Ich muss sagen, gestern im Laufe des Abends, kurz bevor ich mich abgeschminkt habe, nachdem ich mich hier bei euch abgemeldet hatte, habe ich mich natürlich auch noch nicht direkt abgeschminkt, sondern ich hatte bestimmt noch 1,5 Stunden die Foundation drauf und das sah sehr, sehr schön aus. Ich muss sagen, dass das eine Foundation ist, die ich für den Alltag fantastisch finde. Sie spendet Pflege, sie spendet Feuchtigkeit, sie hat sehr, sehr gut gehalten und das ist ja am Ende des Tages das Wichtigste bei einer Foundation. Und wenn sie zeitgleich dazu noch pflegt, ist das super. Ich werde sie heute auch den ganzen Tag noch mal tragen, aber ich wollte mit euch einfach noch mal so ein bisschen mehr auftragen, um zu schauen, wie es aussieht, wenn man die Foundation etwas intensiver aufträgt. Weil manchmal gibt es so Tage, da möchte man einfach ein bisschen mehr. Und ich sehe jetzt schon, das funktioniert extrem gut. Was mich gestern sehr glücklich gemacht hat, kann ich euch sagen, ist dieser Glow. Ich habe mich fast geärgert, dass ich sie abgepudert habe. Deswegen möchte ich heute noch viel, viel weniger Puder verwenden als gestern. Denn dieser Glow auf der Haut, das ist nicht so ein typischer Foundation-öliger Glow, sondern ein sehr natürlicher und ein sehr natürliches Finish. Und das hat mir so gut gefallen. Und ich glaube, wenn man einfach nur punktuell Puder unter die Augen vielleicht, wenn man Concealer benutzt hat, vielleicht tragt er ja auch keinen Concealer, dann ist das sehr, 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 sehr schön. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, die Foundation zu tragen. Und so sieht die Foundation auch wirklich mit etwas mehr Produkt aus. Gestern hatten wir weniger, heute habe ich etwas mehr Produkt aufgetragen. Und man sieht, die Foundation ist aufbaubar und sorgt dafür trotzdem immer noch, dass die Haut natürlich aussieht. Ihr seht immer noch die Hautstruktur. Das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, weswegen ich von diesen Full Coverage Foundations mittlerweile weggehe, die sehr matt und sehr trocken auf der Haut sitzen. Die hat sich super, super schön mit meiner Haut verbunden. Und für 12,99 € ist das eine fantastische Foundation für den Alltag, die
gerade bei trockener Haut, gerade bei dem Wetter, was wir jetzt haben, schön pflegt, schön frisch hält und ich abends kein hautgespanntes Gefühl habe. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Produkt sagt. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon entdeckt. Vielleicht findet sie ja den Weg in euren Warenkorb beim nächsten Weg durch die Drogerie. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zu der Foundation. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!